So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ja, wir haben ja gesagt, wir laden den Spielstand nochmal. Und nachdem wir die erste Wache schon erfolgreich ausgeschalten haben, habe ich mir gedacht, ich mache das einfach gleich nochmal und mache jetzt mit der zweiten Wache weiter, die, keine Ahnung, wo schon wieder rumeiert. Ach, da vorne. Und deswegen machen wir das jetzt ganz einfach. Und... Was? Frage mich, was von der Stadt noch übrig ist. Was kann das gewesen sein? Ja, schau mal nach. Geh mal hin nachgucken. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt? So. Wir sind wahrscheinlich einfach mehr Opportunist als Phantom. Da wir ziemlich viele Wachen ausgeschaltet haben und K.O. geschlagen. Aber das stört mich nicht weiter. Denn wir sind komplett unentdeckt geblieben. Und darauf wollte ich hinaus. Oh, was habt ihr denn da bewacht? Was ist das denn? Ernsthaft? Ernsthaft? Toll! Ja, geil! Das ist ja super. Das ist ja ganz toll. Da steckt eine Tafel und ich kann sie nicht nehmen. Och, was. Das ist doch... Warum? Danke, Spiel. Danke. Danke, danke, danke. Sehr schön. Weiß ich schon mal Bescheid. 100% Run wird nicht klappen. Wenn das dauerhaft so ist, kann man den 100% Run vergessen, weil diese Tafel... man kann sich die Tafel nicht holen. Das ist Kacke. Das ist Scheiße. So, hat der auch noch was dabei? Nö. Das ist doch Kacke. Warum? Warum ist das so? Warum macht man das? Das finde ich schon ein bisschen scheiße. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas zu holen? Oder latsche ich hier eigentlich bloß rum, um die Villa anzugucken? Oh, was ist das? Ein Abstellraum. Einfach nur zum Verstecken. Schade. Ich habe gedacht, hier kann ich was Tolles finden, aber nein. Nein. Oh, wenn ich nichts Tolles finden kann, dann mache ich wenigstens das Licht aus. So, zumindest eins davon. War die Tür vorhin auch schon offen? Ach so. Da bin ich, glaube ich, vorhin rangekommen. Ja, genau. Ich erinnere mich. Deswegen lebt der Vogel auch nicht mehr, an den ich schon wieder total sinnlos vorbeigerannt bin. Ohne ihn zu bemerken. Ich fände es ja cool, wenn es einen Erfolg gibt. Lösche alle Lichter. Und alle Kerzen ausbläst. Aber gut. Schluss mit lustig. Wir stellen uns den Der ganz schöne Das ist Dumbo. Dumbo 2.0. Der, wenn vom Hochhaus fliegt, dem passiert auch nichts. Der gleitet sanft zu Boden. Hallo, Bärli. Da waren wir schon. Ja. Eieieiei. Bin wieder verplant wie eh und je. Na gut, dann öffnen wir mal diese Türe. Und schauen uns mal an, wie wir in diesen Geheimgang, in dieses Geheimzimmer kommen. Wenn wir da überhaupt reinkommen. Was? Ach so. Okay, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. So kann man das natürlich auch regeln. Dürfen wir wieder Röhrchen klettern. Aber hier gibt es auch nichts mehr. Okay, dann klettern wir das Röhrchen.
Total umständlich. Total umständlich. Ja, danke, Steam. Das weiß ich. So, fallen lassen. Und wir kommen ins Zimmer. Ins geheime Zimmer des Barons. Hm. Schade, ich habe gedacht, ich kann jetzt hier hoch. Aber, hier kann ich hoch. Das ist dann wohl die geheime Tür. Was ist denn hier? Okay. Ach, mit dem Aufzug komme ich da wohl hin. Oder hier entlang. Das ist ja interessant. Und was gibt's hier sonst noch so? Weil das ist ja... Ach, nix. Okay. Kaputte Treppenstufen. Ah, sehr schön. Wäre ja auch toll gewesen, ne? Aber ich glaube, da komme ich, wenn ich da rumkletter, komme ich da irgendwie auch oben in den anderen Bereich, wo die Treppe abgerissen ist. Das werden wir, glaube ich, gleich rausfinden. Ach so. Aha, so läuft das also. Und jetzt? Ist ja auch überhaupt nicht umständlich, ne? Okay, ein Schiff. Toll. Okay. Das ist ja eine komische Kletterpartie. Die war doch jetzt eigentlich genau genommen voll für die Katze, oder nicht? Ach, da sind wir aber nicht weit gekommen. Das hat sich ja voll nicht rentiert. Aber... mal schauen, wo wir jetzt hier hinfinden. Ob wir jetzt irgendwas herausfinden über Aaron. Das ist anscheinend das geheime Zimmer des Barons. Baron. Aha. Okay, ein Ladebildschirm. Ah, er ist noch hier. Nee, das ist nicht der Baron. Oder? Ist das der Baron? Wenn du mich töten willst, mach schnell. Ich brauche Antworten, die ihr mir geben werdet. Niemand mag meine Antworten. Ich habe viel von dir gehört. In der Erde liegt eine Kraft. Eine alte Energie. Urkraft. Für Unwissende ist sie harmlos, unsichtbar. Doch man kann sie kanalisieren. In eine produktive Form bringen. Bisher wurden nur kleine Mengen kontrolliert. Aber... mein Traum war größer. Besser. Was habt ihr mit Aaron in Moira gemacht? Als der Stein brach und das Buch zerstört wurde, ging die Energie auf sie über. Der Kontakt mit dieser Quelle hat schlimme Konsequenzen auf Geist und Körper. Ich weiß, was passiert. Wo ist das Mädchen? Ich wollte die Energie entfernen. Aber als Aaron aus Moira entführte, ging mein Traum auch dahin. Von wem reden Sie da? Aldous hat das Mädchen genommen. Du kennst ihn besser als Orion. Mein Bruder. Wir wuchsen getrennt auf. Aber ich brachte ihn zur Familie zurück. Zu den Erweckten.
Wie wir konnte er die Urkraft spüren. Er war auch bei der Zeremonie, dem Ritual und half. Doch nun wollen seine Fanatiker den Stein. Warum nahm Orion das Mädchen? Er muss ein neues Ritual planen. Und du warst ein gehorsamer Hund, wie es scheint. Erst ließ er dich Cornelius Ring stehlen. Dann das Buch. Der Stein aus dem Bergfried. Wenn er nur noch das letzte findet. Dein Auge. Du warst da, ich erinnere mich. Du bist das letzte Teil. Viel Glück mit meines Bruders Pack. Okay. Der Baron ist zwar ein Arsch. Aber er hält sie nicht gefangen. Sondern sein Bruder. Was jetzt auch nicht arg viel besser ist. Ah ja, das ist also der Aufzug. Schade. Ich wollte mich ja nicht oben in dem Zimmer noch ein bisschen umgucken, aber. Die nächsten Gäste sind da. Die nächsten Gäste? Wenn sie alles niederbrennen, gehe ich zum Begib dich zur Zeremonienkammer. Das ist ja. Okay, ich komme hier so nicht raus. Dann muss ich hier. Okay. Wieso ist das abgesperrt? Das war vorher nicht abgesperrt. Ich bin hier rein. Ich muss mich konzentrieren. Für Orion! Ach. Okay, die Wachen des Barons. Okay. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Boah, war das knapp. Okay, scheiße. Hier geht's nicht lang. Verdammt. Komm ich hier nicht irgendwo nach unten? Oder nach oben wahlweise? Das Feuer kriege ich, glaube ich, nicht mehr zum luschigen Wasserfall aus. Muss ich da doch an dem Wachen vorbei? Das glaube ich ja jetzt nicht. Kommt der Typ eigentlich jetzt gleich wieder oder was ist los mit dem? Autsch. Okay. Ich komme ja tatsächlich so nicht raus. Bei meinem Glück. Okay. So funktioniert das also nicht. Toll. Kommt der genau in dem Moment? Hab dich. Nummer 1 schon mal weg. Nummer 1 haben wir schon mal erledigt. Bleiben nur noch die zwei. Die zwei beiden. War das der aus dem Räumchen hier? Ich glaube schon, ne? Ja, das war der von hier. Jetzt müssen wir uns um die zwei hier kümmern. Oh Gott, da sind noch viel mehr. Ach, wirklich? Fällt gar nicht auf.
Na, wenn du das sagst. Ah. Das nehmen wir natürlich mit. Das können wir brauchen. Mit meiner aktuellen Spielweise ist das, glaube ich, sehr praktisch. Oh. Ich glaube, ich habe gerade einen Weg nach draußen gefunden. So, halbwegs zumindest. Mal gucken. Kommen wir da hoch? Nee, ne? Doch, da kommen wir sogar hoch. Ah, ist ja sehr cool. Okay. Deswegen haben wir also das Wurfobjekt bekommen. Die Wache hat wenigstens von Angesicht zu Angesicht gekämpft. Mich täuscht du nicht! Götzen! An uns kommt er nicht vorbei! Toll! Wieso kommen die jetzt beide? Och, Mann. Nein! Oh Mann! Das ist doch nicht dein Ernst! Stehen da dumm... Och nö, ernsthaft? Diesmal speichere ich jetzt aber mal. Vorhin die ganze Zeit im Speicher waren und... was? Ach, so ist das. Das ist meine Chance, mich zu bewähren. Ich finde dich. Verlass dich drauf. Ja, ich hab dich schon gefunden. Nein, das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Wo kommen die denn hier jetzt alle auf einmal her? Mann! Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Vorhin habe ich den umgeknallt, da kam hier keiner mehr raus. Jetzt kommt hier nochmal einer raus und dann laufen hier auf einmal drei Typen rum. Was ist denn los? Das ist ja jetzt merkwürdig. Okay, da hinten oben steht auch einer. Mir brummt schon seit Tagen der Schädel. Das ist seltsam. Das war vorher nicht so. Oder hatte ich vorhin einfach nur übermäßig Glück? Leute, das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Mann, 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 Mann. Okay. Krieg ich bitte dein Geld? Danke. Sehr schön. Jetzt hat's funktioniert. Was? Wo ist denn jetzt der... So, jetzt aber. Jetzt ist aber endlich mal Ruhe hier. Es ist doch unglaublich. Junge, 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 Junge. Ich glaube, den direkten Weg unten raus nehme ich nicht. Das wäre dann doch schon ein bisschen zu krass, wa? Wie kann das sein? Ach so.
Also ich kann es vergessen, ich kann ja bloß eins mitnehmen. Ach so. Okay. Macht ihr die Türen auf und geht raus, oder? Oder bleibt ihr da hinten stehen? Würde mich jetzt mal interessieren. Okay. Aha. Da brauchen wir das gar nicht so zu machen. Oh, und hier. Ah, ja, sieh mal einer an, was wir da Schönes haben. Hauspflichten und eine Bürgschaft. Und wo geht's hier lang? Wahrscheinlich raus. Da kann ich die umgehen. Okay. Aber wir schauen erst nochmal in das eine Zimmer. Ich weiß nicht, ob ich in dem Zimmer vorhin war. Das kommt mir eigentlich nicht bekannt vor. Mit diesen Rohren. Ach so. Die haben jetzt aber schnell umgestellt. Oder war das vorhin schon so? Ach, da ist ein Safe. Da ist ein Safe. Aber haben wir denn die Kombination? Das ist auf der anderen Seite. Ne, hier waren wir tatsächlich schon. Das ist der Salon. Das ist der Salon. Haben wir da eine Info? Da muss ich jetzt gerade mal nachgucken. Hauspflichten. Ah, Weißwäsche ersetzen, Tresorkombination ändern, 017, Kamine reinigen, neue Lampen überprüfen, Teppiche reinigen, auf Wachen mit schmutzigen Schuhen achten, Lüftungsfächer reparieren, Beschwerden wegen starker Winde. 017. Leute, 017. Können wir uns den schnappen? Ja. Können wir. Bruder, wir werden angegriffen. Was? An uns kommt er nicht vorbei. Nein. Das war jetzt Dusel. Ich komme dich holen. Ja, dann komm doch. Jetzt kann ich hier nicht raus. Verdammt nochmal. Geht er jetzt mal aus dem Raum raus vielleicht? Oh, Alter. Wer hat mich denn jetzt wieder gesehen? Ah, eine Bürgschaft. Sehr schön. Auch gut. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Wo kommt denn der jetzt auf einmal wieder her? Das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich. Hallo. Also ernsthaft jetzt. Ernsthaft, Leute. Also die Folge, das hat's in sich. Die Folge hat's in sich, was das Laden betrifft. Aha. Aha. Okay. Da gibt's auf jeden Fall auch noch Zeug. Ach, das gibt's doch nicht! Jetzt dreh ich aber gleich am Rad. Ah, das hat er nicht gemerkt, wa?
Das wird er bestimmt merken, wenn ich ihm jetzt hinterm Arsch die Kerzen ausblase. Oh Mann, Leute, das ist doch zum Aus der Haut fahren. Das ist tatsächlich zum Aus der Haut fahren. Mann. Okay, jetzt geht er da rüber. Und jetzt müsste gleich der andere da unten wieder reinkommen. Und? Ach, jetzt sind sie natürlich beide da. Oh, alle drei. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich will doch nicht in diesen blöden Tresor. Ich speichere einfach mal. Ach so, ich kann nicht speichern. Fuck. Den kann ich nicht K.O. schlagen, das merken die. Toll. Okay, gut. Jetzt sind sie alle drei draußen. Ein Götze ist tot. Hä? Was labern die? Und wo ist der dritte jetzt eigentlich hin? Der eine steht da vorne. Okay. Ach, geht das jetzt schon wieder los? Viele könnten es doch jetzt eh nicht mehr sein, oder? Hä? Der jammert zuerst rum, oh, mein Bruder ist gefallen. Und wo ist er jetzt? Sieht man. Nicht. Das Problem ist, ich hätte zwischen den speichern sollen. Da war doch gerade was. Ich habe doch gerade was Gelbes gesehen. Da läuft einer. Ist der alleine? Der ist alleine. Ringe, Ringe, Reihe. Jetzt dürfte doch eigentlich gar keiner mehr hier sein, oder? Oder täusche ich mich? Ich glaube, einer war noch hier. Einer war hier noch irgendwo. Aber wo? Das ist jetzt die Frage. Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Erstmal Licht aus. Das hier nehmen wir mit. Das ist voll. Das Licht können wir nicht... Autsch. Ausschalten. Okay. Oh, haben wir da ein Bild? Wir haben da ein Bild. Hoppala, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Ein Bild. Ein Bild. Ein schönes Stück. Und da fehlten uns nur noch drei. An die wir wahrscheinlich auch nicht mehr kommen werden. Befürchte ich leider. Scherben. Bringen Glück. Da kann ich drüber. Okay.
Das nehme. So. Aber jetzt kann ich jetzt endlich diesen blöden Tresor. In der Zwischenzeit habe ich nämlich tatsächlich schon wieder den Code vergessen. Ah. Okay. Da geht's nach draußen. War das 017? Kann das sein? Probieren wir das doch mal. Ja. Ha. Hatte ihn wohl doch noch im Kopf. Das ist doch super, Freunde. Das ist doch super. So, dann räumen wir erstmal den Tresor aus. Und das. Und das. Und das. Sehr schön. Okay. Das. Das hatte ich noch übersehen. Genau. Sehr schön. Sind wir eigentlich schon mal entdeckt worden? Also, außer die ganzen Entdeckungen, als wir neu geladen... Ah, nee, okay. Schade. Schade. Warte mal, wenn ich hier hochklettern kann, dann komme ich hier auch raus, ne? Ja, hier komme ich auch raus, ich sehe schon. Und wo komme ich hin, wenn ich jetzt durch diesen Schacht gehe? Ne? Ihr wisst schon, den einen Schacht, den wir da gefunden haben, auf der anderen Seite. Den da drüben. Das interessiert mich jetzt auch. Da gehen wir mal gleich mal lang. Da ist Sackgasse. Da kommen wir... Ah, hier waren wir auch noch nicht. Geheimraum. Ein Geheimraum. Oh, mit Zeug. Lose Enden. Also der Geheimraum, der hat sich tatsächlich rentiert. Und ich sollte mal speichern. Das habe ich, glaube ich, nicht mehr gemacht. Seit dem letzten Mal. Okay, das ist Geheimraum. Und hier... Ach so. Na, da hätte ich auch gleich hingehen können, nicht Held. Toll. Na gut, was soll's. Na gut. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Gehen wir jetzt da oder da raus? Ich weiß nicht, welches die bessere Position ist. Ich glaube aber tatsächlich, das hier ist die bessere Position. Ich weiß zwar noch nicht, was uns erwartet. Und ihr wisst es auch nicht, was uns gleich erwartet. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal einen Cut. Dann beende ich hier mal die Folge, mache ein kleines Aufnahmepäuschen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Thief. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Wiederschauen, reingehauen. Tschüss.